Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mona, lieber Sven, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gern zu euch gekommen, allerdings mit einem leicht weinenden Auge, als ich erfahren habe, dass Harald bei euch weggeht. Nämlich Harald kenne ich, glaube ich, von euch allen am längsten. Nämlich Harald hat mir damals, als ich angefangen habe, als Sprecher vom LAK Öko in Bayern, den wieder aufzubauen, hat mir Harald als Sprecher damals BAG Ökologie sehr, sehr geholfen. Deshalb, wie gesagt, am längsten kenne ich von euch allen NRW-Grünen, nicht böse sein, Harald, und habe am längsten eine Geschichte mit ihm, und er hat mir am meisten und intensivsten geholfen, insbesondere beim Öko-Thema. Deshalb auch von mir, danke Harald. In einer knappen Woche beginnt in Bayern, meiner Heimat, ein durchaus bedeutendes Ereignis, nämlich da ist mal wieder G7-Gipfel in Deutschland. G7-Gipfel, beziehungsweise damals hieß ja noch G8-Gipfel, gab es schon mal in Deutschland, damals in Heiligendamm. Und an diesen G7-Gipfeln und an diesem Ereignis in einer Woche wird man wunderbar studieren können, wie die Methode Merkel eigentlich funktioniert, wie Frau Merkel Politik macht. Wir werden wieder sehen, wunderschöne Bilder mit Barack Obama, wir werden wunderschöne Bilder mit Herrn Hollande sehen, wir werden ein schönes Schloss sehen, wir werden eine wunderbare Tagesordnung erkennen können. Frau Merkel wird alle Probleme ansprechen, ganz sicher nach bestem Wissen und Gewissen wird sie die Probleme ansprechen. Sie wird die Probleme um Ebola auf die Tagesordnung setzen, sie wird die Klimakrise auf die Tagesordnung setzen, auch klassisch grüne Themen wie die Verschmutzung der Meere, wie die Rechte der Frauen. Es steht alles wunderbar auf der Tagesordnung. Und dann am Ende wird man sich fragen, ja, was folgt denn aus dem Ganzen? Was ist denn aus dem Ganzen gefolgt? Wenn wir uns anschauen, was 2007 war, auf dem Gipfel in Heiligendamm, was ist passiert seitdem? Da hat Merkel auch ganz vieles versprochen. Da gab es auch schöne Bilder, da gab es auch wunderbare Erklärungen. Da sollte auch die Welt gerechter werden, da sollte die Globalisierung gerechter gestaltet werden, da sollte Klimaschutz stattfinden. Und was ist seitdem passiert? Was ist real passiert? Haben wir eine Finanztransaktionssteuer? Ist die Finanztransaktionssteuer gekommen, ja oder nein? Nein, sie ist nicht gekommen. Was ist mit dem Klimaschutz passiert? Damals auch schon versprochen. Ist der Klimaschutz in der Form gekommen, wie wir ihn brauchen? Nein, der Klimaschutz ist nicht gekommen in der Form, wie wir ihn brauchen. Sind die Banken jetzt so reguliert, dass sie keine Gefahr mehr für den Wohlstand sind und für den Geldbeutel der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler? Nein, es ist viel davon geredet worden, dass die Banken zu regulieren sind, aber passiert ist es in Wirklichkeit nicht. Und lasst mich, auch wenn wir in der Ökodebatte sind, ein paar Punkte noch erwähnen, wo sich besonders deutlich zeigt, wie die Methode Merkel funktioniert. Die BND-Affäre, die Affäre, die letztendlich durch den mutigen Whistleblower Edward Snowden ins Rollen gebracht worden ist. Ihr erinnert euch noch, im Herbst 2013, es war Wahlkampf und Frau Merkel war in gewissen Schwierigkeiten, was die BND-Affäre, was die NSA-Affäre anging. Und wie hat Frau Merkel reagiert? Sie hatte Sorge, dass sie das in Schwierigkeiten bringen könnte, dass der Wahlkampf nicht ganz so laufen könnte, wie es funktionieren soll. Also hat Frau Merkel eine wunderschöne Fassade errichtet, damit nicht die Wirklichkeit in die Merkel-Welt einbricht. Und was hat sie gemacht? Sie hat uns allen ihren Kanzleramtsminister geschickt, einen bekannten Gaukler. Sie hat einen Herr Pofalla geschickt. Und was hat Herr Pofalla gemacht? Herr Pofalla hat sich hingestellt, ich meine, am berühmtesten geworden ist ja sein schöner Ausspruch, die NSA-Affäre ist beendet. Ich meine, es war besonders absurd. Aber was hat Herr Pofalla noch gemacht? Herr Pofalla hat sich hingestellt und hat erklärt, die Amerikaner haben uns den Abschluss eines No-Spy-Abkommens angeboten. So stand Herr Pofalla da. Und Frau Merkel sagt jetzt heute, wunderschön, sie hat damals nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Kann sich einer, auch nur einer hier im Saal vorstellen, denn die Amerikaner haben uns nie ein No-Spy-Abkommen angeboten. Sie haben sogar dezidiert gesagt, es wird kein No-Spy-Abkommen geben. Kann sich irgendeiner im Saal vorstellen, und wir werfen Merkel ja viel vor, dass die wirklich so naiv war zu glauben, dass die Amerikaner uns ein No-Spy-Abkommen angeboten haben und dass sie wirklich nicht weiß, was ihr eigener Kanzleramtsminister öffentlich erklärt, dass sie jetzt sagt, nach bestem Wissen und Gewissen hat sie das damals bekannt gegeben. Ich glaube es nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das sonst irgendjemand glaubt. Wir haben also eine Kanzlerin, die in einem zentralen Punkt die Öffentlichkeit getäuscht hat,
die Öffentlichkeit hinter die Fichte geführt hat. Und landläufig nennt man sowas eigentlich gelogen. Und jetzt sagt sie, nach bestem Wissen und Gewissen. Und man könnte ja vielleicht erwarten oder hoffen, dass sie daraus was gelernt hat, dass sie deshalb jetzt was verändert. Aber am 11. Mai erst, 11. Mai diesen Jahres, hat sie erklärt, dass dem BND-Untersuchungsausschuss alle Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Sie hat sogar noch gesagt, alle Unterlagen werden selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Und selbstverständlich war es die Unwahrheit. Selbstverständlich war es die Unwahrheit. Es hat nur 3 Tage gedauert. Es war damals, als es gesagt hat, schon die Unwahrheit. Aber es hat nur 3 Tage gedauert. Dann ist klar geworden, dass die sogenannten Selektorenlisten, wo es darum geht zu erkennen, welche europäischen Partner, welche europäischen Firmen und welche europäischen Menschen vom BND mit Hilfe des NSA ausspioniert worden sind. Diese Selektorenlisten bekommt der Bundestag nicht. Aber auf eins könnt ihr euch verlassen. Auf eins könnt ihr euch verlassen, das ist wirklich selbstverständlich, dass wir in der Bundestagsfraktion nichts unversucht lassen, diesen Skandal aufzuklären, an die Listen ranzukommen und öffentlich zu machen und öffentlich zu thematisieren und das zu verändern, welche Skandale da gelaufen sind und wir Merkel diesen Skandal einfach schlichtweg nicht durchgehen lassen. Und wenn wir in die Welt schauen, dann stellen wir fest, dass die Welt heftig in Aufruhr ist, so heftig in Aufruhr wie schon lange nicht mehr. Ich meine, es war jemand vorher von der Flüchtlingsinitiative da, der sehr bewegend geredet hat, was in Irak und in Syrien passiert. Aber es ist ja nicht nur die einzige Region in der Umgebung Europas. Wir haben Ukraine, wir haben Irak, Syrien, wir haben Jemen, wir haben Südsudan, wir haben Zentralafrikanische Republik, wir haben Mali, wir haben Libyen und noch weitere Länder mehr, wo Staatszerfall und Bürgerkriege stattfindet. Und jetzt wissen wir, und wir Grüne haben das auch in mancher Hinsicht zum Teil schwierig lernen müssen, dass man nicht alle Konflikte, selbst wenn man sich wirklich bemüht, auf die ohne weiteres lösen kann. Wir haben sehr, sehr drum gerungen, den Afghanistan-Konflikt zu lösen, und da ist immer noch nicht alles gut, um ein anderes Wort abzuwandeln. Aber was wir wissen und was nicht sein kann, ist, dass an den Südgrenzen von Europa, der Europäischen Union, das Mittelmeer sich in einen Friedhof verwandelt und anstatt eine Seenotrettung, wir de facto nur ein Grenzregime errichten. Das ist etwas, was wir nie zulassen dürfen, was wir dafür kämpfen müssen, dass sich das ganz, ganz grundlegend ändert, nämlich mit jedem Flüchtling, der im Mittelmeergebiet ertrinkt, mit jedem Flüchtling, der da ertrinkt und der nicht gerettet wird, ertrinken auch unsere Werte, gehen unsere Werte mit unter und deshalb lasst uns ganz, ganz intensiv dafür kämpfen, dass dieser Mindeststandard wenigstens erreicht wird. Und es ist einfach absolut skandalös, dass wir in Deutschland einen Innenminister haben. Einen Innenminister, der Seenotrettung diffamiert als Anreiz zur Flucht. Ja, was glaubt der Mensch denn, warum diese Menschen fliehen? Ja, was stellt sich der denn vor? Die fliehen doch nicht deshalb, weil es eine Seenotrettung gibt, sondern die fliehen deshalb, weil Krieg, Bürgerkrieg, schrecklichste Verbrechen, Vergewaltigung und Vertreibung in ihrer Heimat passiert. Ich weiß, Heimat ist in manchen Regionen ein belasteter Begriff. Ich komme aus Bayern. In Bayern ist der Begriff nicht so belastet. Da verwenden wir Grüne ihn gerne, weil nicht bei uns ist die Hauptzerstörerin der Heimat die CSU mit ihrer Betonorgie. Aber das nur am Rande. Aber man verlässt ja seine Heimat nicht einfach fahrlässig. Man gibt sie nicht einfach auf, sondern da muss verdammt viel passieren, dass man sie aufgibt. Und es passiert verdammt viel. Und unsere verdammte Pflicht ist es, dafür zu sorgen, dass diese träge Bundesregierung, die einfach Angst hat, eine vernünftige Politik zu machen, die Angst hat, dafür zu sorgen, dass die Flüchtlinge entsprechend untergebracht wird. Unsere Pflicht ist es, dafür zu sorgen, dass diese Bundesregierung dazu getrieben wird, dass die Menschen endlich gerettet werden. Wir wissen auch nicht auf alle Probleme die Lösung. Aber eins wissen wir sicher, die Menschen, die fliehen, müssen gerettet werden und haben Anspruch auf eine würdige und anständige Unterkunft und eine anständige Behandlung.
Und ich bin auch deshalb so gerne nach NRW gekommen, weil in NRW die Grünen mitregieren und auf die realen Probleme der Welt mit realer Politik reagiert wird. Nämlich die echte Welt hat echte Politik verdient und keinen Fassadenbau und keine Scheinpolitik. Und wenn wir uns jetzt anschauen, die vielen ökologischen Probleme, die wir haben auf der Welt, in Deutschland und auch in NRW, adressiert ihr, bearbeitet ihr gerade ein sehr, sehr wichtiges Problem. Ein Problem, das häufig übersehen wird, und das ist die Aussterbekatastrophe, das ist, die Maßnahme dagegen ist der Naturschutz. Wir wissen ja alle, es ist relativ bekannt, dass die Klimakrise uns in große Schwierigkeiten bringen wird. Die zweite große ökologische Problem, das es weltweit gibt, ist die Aussterbekatastrophe. Im Moment sterben weltweit so viele Arten aus, wie seit 70 Millionen Jahren nicht mehr. Und auch in Deutschland ist ein Drittel aller Arten bedroht oder vom Aussterben bedroht. Die roten Listen, die das illustrieren, werden immer länger und immer bedeutsamer. Und da geht es nicht nur um ein ästhetisches Problem. Und es geht auch nicht nur um ein moralisches Problem. Es ist natürlich auch bitter und traurig, wenn unsere Kinder oder Kindeskinder irgendwann keine Schmetterlinge mehr erleben, keine Feldvögel, keine Wiesenblumen oder wenn man es international betrachtet, wenn es keine Tiger mehr gibt, wenn es keine großen Wale mehr gibt oder wenn die Regenwälder nahezu verschwunden sind und die Orchideen, die in ihnen wachsen, mit. Das ist bitter und traurig und auch eine moralische Frage, wenn wir einen erheblichen Teil des Artenbestands dieses Planeten zerstören. Aber es geht da um viel, viel mehr. Was da immer unterschätzt wird, es geht nicht darum, dass die eine oder andere Art ausstirbt, sondern die Artenvielfalt webt ein dichtes Netz, das schafft die Lebensgrundlagen, auf der wir leben. Nämlich die Ökosysteme brauchen eine gewisse Mindestartenvielfalt, um stabil zu sein. Und wir sind gerade dabei, diese Lebensgrundlagen, die uns tragen und die dafür sorgen, dass wir eine Chance haben zu überleben, diese Lebensgrundlagen selbst zu zerstören. Und es ist Quatsch, was man ganz häufig lesen kann, dass es darum geht, den Planeten zu retten. Der Planet braucht keine Rettung. Der hat sogar schon andere Dinge überstanden und auch die Natur als uns. Aber was eine Rettung braucht, sind unsere Lebensgrundlagen. Und zwar für uns und insbesondere, da ökologische Probleme sehr, sehr lange brauchen, bis sie hart wirken. Was insbesondere Rettung braucht, sind die Lebensgrundlagen unserer Kinder und Kindeskinder der zukünftigen Generationen. Und wenn wir das mal nüchtern betrachten, wer, wenn nicht wir Grüne, soll das denn machen? Wer, wenn nicht wir Grüne, hat verstanden, dass es bei der Rettung der Artenvielfalt um mehr geht als ein paar Schmetterlinge oder ein paar Frösche? Wer, wenn nicht wir Grüne? Deshalb bin ich so froh, dass ihr euch in die Konflikte reintraut, dass ihr euch in die Auseinandersetzungen reintraut, dass ihr nicht zurückschreckt, wenn die Jägerlobby zu Tausenden erscheint. Deshalb bin ich so froh, dass ihr nicht zurückschreckt, wenn ein Prinz, es ist kein Faschingsprinz, wie ich jetzt lernen musste, sondern angeblich ein echter Prinz, wenn ein Prinz gegen einen Nationalpark ankämpft. Deshalb bin ich so froh, wenn es euch gelingt, auch in Zeiten knapper Kassen einen Naturschutzetat zu erhöhen. Denn das ist zentral. Und deshalb bin ich auch so froh, wenn es euch gelingt, dafür zu sorgen, dass die Landwirte, nicht alle Landwirte, aber manche Landwirte, nicht mehr ganz so viel Gülle auf die Felder schütten und damit die Artenvielfalt unter der Gülle ertrinken. Nämlich darauf kommt es an. Und nur wir Grüne, es gibt keine andere Partei, die das im Kern verstanden hat, ist in der Lage, dafür zu sorgen. Deshalb macht weiter so, kämpft weiter so und sorgt dafür, dass der Naturschutz eine weitere gute Zukunft in NRW hat. Und wenn ich mir das zweite große weltweite ökologische Problem anschaue, dann ist es die Klimakrise. Und bei der Klimakrise erleben wir wieder aufs Wunderschönste, Bitterste oder Traurigste, je nachdem, wie man es ausdrücken mag, die Methode Merkel. Auch wieder auf dem G7-Gipfel und schon davor stellt sie sich hin und sagt, Klimaschutz ist wichtig. Ja, Klimaschutz ist wichtig. Da hat sie recht, die Frau Merkel. Klimaschutz ist wichtig. Aber warum passiert dann so wenig? Worum geht gerade die Debatte in Deutschland? Die Debatte um Deutschland geht darum, ob wir die Klimaschutzziele,
fürs Jahr 2020 noch einhalten können oder nicht. Und um diese Klimaschutzziele noch einhalten zu können, und das sind ja keine Ziele, die man sich einfach so gesetzt hat, weil man Klimaschutz haben will, sondern diese Klimaschutzziele wollen wir einhalten, um unsere Lebensgrundlagen nicht zu zerstören, eben um unsere Ökosysteme nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und diese Klimaschutzziele, deren Einhaltung ist gefährdet. Und warum ist sie gefährdet? Gefährdet ist sie deshalb, weil der Emissionshandel auf europäischer Ebene, sperriger Begriff, einfach so zerlöchert worden ist von Lobbyisten, dass er schlichtweg nicht mehr funktioniert. Und deshalb sind die Ältesten. Und deshalb sind die ältesten und stinkigsten Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke mit die effizientesten. Und die produzieren Unmengen CO2. Und lasst uns mal ehrlich sein, wenn wir wirklich über Klimaschutz reden, dann muss man sich einfach ein paar Dinge klar machen. Was heißt Klimaschutz? Klimaschutz heißt, dass wir aufhören müssen, Braunkohle, Steinkohle, Erdöl und am Ende auch Erdgas zu verbrennen. Das bedeutet, das alles muss im Boden bleiben. Und wenn das alles im Boden bleiben muss, dann legen wir uns natürlich mit den Geschäftsmodellen mächtiger Konzerne an. Weltweit die mächtigsten und größten Konzerne sind die Erdölkonzerne. Und was haben wir vor, wenn wir Klimaschutz ernst meinen? Was wollen wir dann mit dem Geschäftsmodell der mit weltweit mächtigsten und größten Konzerne, mit den Rohölkonzernen? Wir wollen deren Geschäftsmodell kaputt machen. Wir wollen deren Geschäftsmodell sogar abschaffen. Das heißt nämlich Klimaschutz. Klimaschutz ist die Abschaffung des Geschäftsmodells für die Erdölkonzerne, für die Kohlekonzerne und am Ende auch für die Erdgaskonzerne. Und deshalb ist es umso armseliger, wenn Gabriel, von dem man ja dachte, er ist eher der Kumpel der Kohlelobby, wenn Gabriel ein ganz winziges Programmchen in Auftrag gibt, eine Kohleabgabe, die 22 Millionen Tonnen einsparen soll, was gut 10% ist dessen, was wir bis 2020 noch einsparen müssen. Wenn Gabriel das in Auftrag gibt, wie reagiert dann die Kanzlerin? Ich meine, er ist immerhin ihr Vizekanzler. Er gibt es in Auftrag, IGBCE, Herr Laschet, also ich glaube, ihr kennt ihn hier in NRW, man kennt ihn auf Bundesebene inzwischen eher als Kohlelobbyist, Herr Laschet, Herr Seehofer und all die Gestalten treten Gabriel so lange in die Kniekehlen, bis er selbst bei seinem winzigen Programmchen einknickt. Und die Kanzlerin schweigt dazu. Und dann stellt sie sich wieder hin auf den G7-Gipfel und sagt, Klimaschutz ist wichtig. Ja, was heißt denn, wenn Klimaschutz wichtig ist? Das heißt, dass Klimaschutz auch in Deutschland passieren muss, dass Deutschland ein Vorbild sein muss. Und das heißt, wir müssen in Deutschland erst mit einer Kohleabgabe und dann nach und nach raus aus der Verbrennung von Braunkohle, dann von Steinkohle und am Ende auch aus der Verbrennung von Erdöl und Erdgas. Das muss man konkret in Deutschland hier umsetzen und nicht nur auf internationalen Konferenzen versprechen. Oh, das ist lieb. Und deshalb bin ich auch so gerne hier bei euch, weil ihr habt den Mut zum Konflikt. Ihr habt den Mut zum Konflikt bei Fracking. Ihr habt den Mut zum Konflikt bei Klimaschutz. Und jetzt schauen wir uns wieder im Verhältnis dazu die Kanzlerin an. Was ist bei der Kanzlerin? Ich meine, sie wird ja immer gelobt. Mächtigste Frau Europas. Mag ja sein, mächtigste Frau Europas. Aber als es darum ging, die schon total schwachen, die schon total zahmen CO2-Grenzwerte für die Autoindustrie auf europäischer Ebene. Alle europäischen Länder hatten sich schon auf diese CO2-Grenzwerte geeinigt. Es war ein schwacher Kompromiss, ein harmloser Kompromiss. Und was passiert dann? Dann gibt es eine große Spende vom BMW, es gibt einen Anruf vom BMW und Frau Merkel, und da ist sie jetzt plötzlich wieder sehr mächtig, legt sich ins Zeug und zerschießt diese CO2-Grenzwerte. Dabei brauchen wir doch das glatte Gegenteil. Und ich meine, da muss man sich einfach trauen. Da muss man einfach in den Konflikt reingehen. Da muss man sagen, so nein, auch wenn BMW anruft, auch wenn Mercedes anruft oder wenn vielleicht auch VW anruft. Nein, wir brauchen Klimaschutz, wir brauchen innovative Autos, wir brauchen
den Ausstieg aus der Verbrennung von Erdöl in der Mobilität. Wir brauchen Mobilität, die ohne Erdöl auskommt. Das muss man sich trauen, dafür muss man kämpfen, das muss man durchsetzen. Und natürlich brauchen wir die Wirtschaft, um diese Dinge umzusetzen. Aber die Wirtschaft gibt es ja gar nicht in diesen Punkten. Es gibt Enercon, die beim Klimaschutz natürlich auf unserer Seite sind. Es gibt den Braunkohleabbau, der natürlich unser Gegner ist. Und es gibt Autokonzerne, wo Teile davon Hybridautos produzieren wollen, wo Teile davon Wasserstoffautos produzieren wollen und andere Teile dieser Konzerne wollen selbstverständlich am alten Geschäftsmodell festhalten. Aber da muss man halt einfach rein in die Auseinandersetzung. Und es braucht doch keiner glauben. Und es ist doch vollkommen logisch. Und es wäre ja auch ungewöhnlich, wenn man einfach nur mit denen reden müsste. Und dann sagt plötzlich der Erdölkonzern, stimmt, ihr habt recht, mein Geschäftsmodell macht unsere Lebensgrundlagen kaputt. Ich gebe mein Geschäftsmodell auf. Dann sagt plötzlich Braunkohle, ihr habt recht, unser Geschäftsmodell zerstört unsere Lebensgrundlagen. Oder sagt plötzlich Porsche, ihr habt recht, Autos, die 30, 40 Liter verbrauchen auf 100 Kilometer, zerstören unsere Lebensgrundlagen. Nein, das muss erkämpft werden. Da müssen gesellschaftliche Mehrheiten her. Und ihr habt gezeigt, wie das geht. Ihr habt mit Garzweiler 2 gezeigt, wie es geht, nicht nur zu verhindern, dass es ein neues Braunkohleabbaugebiet gibt, sondern ein bestehendes Braunkohleabbaugebiet zurückzubauen. Das ist grüne Politik und das ist der ganz große Unterschied zu Frau Merkel. Ihr macht reale Politik, Frau Merkel stellt Fassaden auf und wir Grüne stehen für reale Politik und dafür danke ich euch. Aber was für uns Grüne auch ganz entscheidend sein muss, es muss einem klar sein, dass natürlich diese starken Veränderungen, die notwendig sind und der Ausstieg aus der Kohle, aus der Erdöl- und der Erdgasverbrennung, dieser Ausstieg wird natürlich ein starker Umbau unserer Wirtschaft zur Folge haben. Und da haben natürlich die Menschen Sorgen. Und deswegen brauchen wir, weil man braucht Sozialpolitik und Gerechtigkeit als Wert an sich und aus sich selbst heraus. Aber gerade wir Grüne brauchen auch eine gute, funktionierende, starke Sozialpolitik, eine gute Transformationspolitik, eine Politik, die den Menschen die Angst vor der Veränderung nimmt. Das ist ganz, ganz zentral. Nämlich, was ist, wenn jemand bis jetzt im Bereich des Braunkohleabbaus gearbeitet hat? Natürlich hat er Angst, dass sein Job wegfällt. Hat er Angst, dass er keinen mehr adäquat bezahlten Job findet. Und deshalb nicht, wir brauchen Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit als Wert an sich. Aber für den ökologischen Umbau, um die Widerstände gegen den ökologischen Umbau nicht völlig überbordend werden zu lassen, auch dafür brauchen wir soziale Gerechtigkeit, brauchen wir entsprechende Maßnahmen, dass die Menschen die Ängste vom Umbau unserer Gesellschaft genommen werden. Und auch deshalb brauchen wir eine gute Bildungspolitik. Erstmal eine gute Erwachsenenbildungspolitik, aber auch um den Menschen Ängste vor der Veränderung und insbesondere Ängste für die Zukunft ihrer Kinder zu nehmen, brauchen wir eine Bildungspolitik, die auf Chancengerechtigkeit setzt. Denn was gibt es Ungerechteres, als wenn von vornherein feststeht, mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit, welche Eltern du hast, das entscheidet darüber, welche Bildungschancen und damit welche Lebenschancen du hast. Und ich weiß, dass Bildungspolitik ein ganz extrem anstrengender und komplizierter Politikbereich sein kann. Man hat es manchmal mit schwierigen Eltern zu tun, man hat es manchmal auch mit nicht ganz einfachen Lehrern zu tun, aber eine gerechte, nur die Schüler sind super, das ist logisch. Aber eine gerechte Bildungspolitik, eine Bildungspolitik, die natürlich nicht alle Ungerechtigkeiten beseitigen kann, aber die zumindest die Chancengerechtigkeit wieder erhöht. So eine Bildungspolitik ist es wert, dafür zu kämpfen, dafür in harte Auseinandersetzungen zu gehen, auch Anfeindungen zu ertragen und deshalb auch in der Hinsicht Dank an euch, dass ihr euch die Mühe macht,
Dank an Silvia Lörmann, dass ihr euch die Mühe macht, für mehr Chancengerechtigkeit zu kämpfen. Denn wenn es irgendwas gibt im Bereich, wo es sich wirklich lohnt zu kämpfen, ist, dass Kinder die Chance haben, wenigstens die Chance haben auf einen einigermaßen gerechten Start ins Leben. Und deshalb kämpft weiter für mehr Chancengerechtigkeit in der Bildung. Aber auch international muss sich sehr, sehr viel ändern, was sowohl die Ökofrage als auch die Gerechtigkeitsfrage angeht. Und ich meine, international diskutieren wir ja gerade mit am stärksten die schönen TTIP-Abkommen, Freihandelsabkommen. Die Befürworter erhoffen sich davon, dass dadurch mehr Arbeitsplätze entstehen, dass das Wirtschaftswachstum steigt. Sie mussten jetzt vor kurzem zugeben, dass sie das Wirtschaftswachstum von 0,5%, das sie gesagt haben, 0,5% mehr Wirtschaftswachstum, ist eh schon nicht so viel, aber immerhin 0,5% mehr Wirtschaftswachstum, mussten sie zugeben, dass das gar nicht, wie sie suggeriert haben, pro Jahr gedacht war, sondern vielleicht in 10 Jahren. Also der Hauptvorteil von TTIP soll sein, 0,05% mehr Wirtschaftswachstum pro Jahr. Das ist, ich bin jetzt kein Wirtschaftswissenschaftler, ich bin Naturwissenschaftler, aber in der Naturwissenschaft würde man sagen, das ist Messungenauigkeit. Nicht mehr und nicht weniger. Und für diese Messungenauigkeit sollen wir Verbraucherschutzstandards aufgeben, sollen wir mit Hilfe der Schiedsgerichte, soll der Rechtsstaat und auch bestimmte demokratische Standards eingeschränkt werden. Und was für mich auch die Frage ist, ist bei diesem Freihandelsabkommen in der Form, es ist ja viel von Chlorhühnchen und Antibiotikahühnchen die Rede. Also die Chlorhühnchen kommen aus den USA, die Antibiotikahühnchen kommen bei uns. Ich finde beides ja gleich eklig, um ehrlich zu sein. Also man sagt immer, das mit dem Chlorhühnchen ist nicht so schlimm. Ja, es ist nicht so schlimm. Aber man muss sich auch klar machen, warum gibt es denn diese Chlorhühnchen? Die Chlorhühnchen gibt es deshalb, weil die Hühner so schlecht, so artungerecht, so widerlich gehalten werden und auch noch so schmutzig geschlachtet werden, dass sie so verkeimt sind, dass man sie nicht essen kann. Also du hast so richtig verkeimtes, frisch geschlachtetes Huhn, das kannst du nicht essen, das darfst du nicht auf den Markt bringen. Also tunkst du es in eine Chlorbrühe und dadurch desinfizierst das und danach kann man es essen. Das ist jetzt nicht richtig tödlich, es ist auch nicht extrem gesundheitsschädlich. Aber ich frage mich ehrlich gesagt schon, warum wir demokratische Standards und Rechtsstaatsstandards einschränken sollen, damit wir in Europa Antibiotika-Hühnchen in die USA liefern können und die USA Chlorhühnchen zu uns. Macht es irgendeinen Sinn? Brauchen wir das? Will das jemand? Was wir stattdessen bräuchten, wären natürlich höhere Standards, sowohl national als wie international, insbesondere in der Agrarpolitik. Und in der Agrarpolitik bräuchten wir auch aus einem anderen Grund noch deutlich höhere Standards. Es hungern immer noch 800 Millionen Menschen und es wird immer unklarer, wie wir eigentlich die Milliarden von Menschen, die auf diesem Planeten leben, in der Form, wie Agrarpolitik stattfindet, ernähren wollen. Wir hören ja gern vom Bauernverband und anderen großen Lobbyorganisationen, wir brauchen die industrielle Landwirtschaft, um die Menschen zu ernähren. Aber das Gegenteil ist richtig, denn die industrielle Landwirtschaft bei uns funktioniert ja gar nicht so, dass wir Überschuss produzieren für die Welt, sondern sie funktioniert so, indem wir gigantische Mengen von Futtermitteln, insbesondere aus Südamerika, importieren. Und es gibt deshalb internationale Gründe, aber es gibt auch eine ganze Reihe von nationalen Gründen, warum wir eine andere Landwirtschaftspolitik brauchen. Was sind die nationalen Gründe? Ich meine, wir haben eine Landwirtschaftspolitik auf Bundesebene und zum Teil auch auf europäischer Ebene. Da versuchen ja auch die grünen Landwirtschaftsminister, bei euch Johannes Remmel, einiges zu ändern. Wir haben eine Landwirtschaftspolitik, die dafür sorgt, dass wir in Deutschland das am stärksten verschmutzte Grundwasser von allen europäischen Ländern mit Ausnahme von Malta haben. Wir haben eine Landwirtschaftspolitik, die dafür sorgt, dass wir Hunderte und Aberhunderte von Tonnen von Antibiotika verwenden. Wir haben eine Landwirtschaftspolitik auf Bundesebene, die dafür sorgt,
dass man Tiere nur, indem man sie amputiert, halten kann, indem man zum Beispiel den Hühnern die Schnäbel kürzt, weil sie sich sonst gegenseitig umbringen. Wir haben eine Landwirtschaftspolitik, die dafür sorgt, dass die inzwischen eine der Hauptursachen fürs Artensterben ist und ein Drittel zur Klimakrise beiträgt. Das sind doch alles verdammt gute Gründe, um diese Art von Landwirtschaftspolitik zu ändern. Und dann... Und dann geben wir dafür auch noch über 50 Milliarden Euro aus auf europäischer Ebene, in Deutschland 5 Milliarden Euro. Dafür, dass wir unser Grundwasser verseuchen, antibiotikaresistente Keime züchten, Tiere quälen und unsere Natur verwüsten. Das macht doch keinen Sinn. Lasst doch uns diese 5 Milliarden Euro, die wir in Deutschland dafür ausgeben, einfach dafür ausgeben, dass die Landwirte eine Chance haben, die anständig produzieren, dafür, dass die Natur geschützt wird, das Trinkwasser sauber ist und die Tiere anständig gehalten werden. Und deshalb zum Abschluss. Ökologiepolitik ist nicht alles und für uns Grüne auch nicht alles. Aber ohne eine lebenswerte Umwelt, ohne funktionierende Ökosysteme, das heißt ohne Lebensgrundlagen, die uns tragen, auf die wir uns verlassen können und ohne die Ökosysteme so stabil sind, dass wir Landwirtschaft betreiben können, ohne solche Ökosysteme, ohne so eine stabile Umwelt, ohne all das ist alles andere verdammt wenig und deswegen bin ich wahnsinnig stolz drauf, was ihr bisher erreicht habt in NRW und wir werden alle gemeinsam dafür kämpfen, dass ihr eure erfolgreiche Politik im Öko- und im Umweltbereich fortsetzen kann. Nicht NRW braucht es, die Bundesrepublik braucht es und die ganze Welt braucht mehr grüne Politik, auf das auch die zukünftigen Generationen noch eine lebenswerte Umwelt und lebenswerte Lebenschancen vorfinden. Vielen Dank. Thank you.